So, hallo ihr Lieben. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil von unserer Alice im Wunderland-Reihe, Januar-Reihe. Mal gucken, ob wir es im Januar fertig bekommen. Wir stellen heute ein paar Signaturen zusammen, beziehungsweise ich stelle ein paar Signaturen zusammen und zeige euch heute mal die Printables von der lieben Luise, also die Seiten, mit denen wir durch dieses ganze Journal durcharbeiten, also die All-Over-Seiten, wie man es halt auch immer nennen möchte. Hier seht ihr jetzt schon ein paar. Es sind sehr viele Farben versteckt in den Seiten, was dann auch dazu führen wird, dass ich zum Schluss, also am Ende des Videos, euch ein paar Sachen dazu sagen und zeigen werde, was ich ein bisschen abgeändert habe, was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar war, aber jetzt zum Schluss sich dann doch so ergeben hat. Ihr seht hier schon die Seiten. Ich denke, sie sprechen für sich, ne? Also ihr seht das alles. Und wen es noch mal genauer interessiert, der schaut am besten mal im Etsy-Shop bei der lieben Luise vorbei. Ich setze euch alle Links, die ich dazu finde, beziehungsweise die ich dazu habe, setze ich euch in die Infobox. Schaut da mal mit durch, dann seht ihr auch die ganzen Seiten ein bisschen besser noch. Ich halte sie hier mal verkehrt rum, mal richtig rum. Irgendwie passt das nicht. Hier an dem Drink It erkennt man, dass es falsch war. Jetzt komme ich dann schon auf den Gedanken, dass ich das drehen könnte. Ja, also wie schon gesagt, es sind sehr viele unterschiedliche Farben in dem Papier vorhanden, was für mich ein bisschen in meinem Kopf ein bisschen schwierig war. Aber dazu eben am Ende des Videos noch mal mehr. Die Seite ist doch perfekto für mich, ne? Also das ist hier mit Gänseblümchen, also die Daisy-Seite schlechthin, meine Seite. Ich finde auch, also das ganze Papier ist wunderschön, sonst hätte ich es mir damals ja nicht gekauft oder hätte ich es mir ja damals nicht ausgesucht. Es hat ganz viele unterschiedliche Stile und ganz viele unterschiedliche, also man kann auf jedem Papier irgendwie eine halbe Stunde drauf gucken und findet immer wieder was Neues, was aber halt auch nicht gar so einfach dann für mich ist. Ne? Das hier ist jetzt nicht so mein allerfavorite. Da ist dieses Türkis, dieses flächige Türkis ist mir manchmal, also ist mir so ein bisschen too much von der Farbe her, aber finde ich dann auch einen Weg, wie ich das einbinden kann und für mich auch einen sehr guten Weg. Und hier sehen wir nochmal die Grinsekatze. Ja. Also, das waren jetzt mal die Seiten und die kommen jetzt irgendwie in dieses Junk Journal mit rein und dazu müssen wir aber so ein bisschen die Rückseiten bearbeiten. Ich habe ja schon im letzten, also im Ephemera, Video gesagt, dass es mir nicht so viel ausmacht, wenn so, also wenn Weiß drin vorkommt. Es kommt ja auf den Printables sehr viel Weiß auch mit vor und von dem her stört es mich jetzt nicht, dass die Tags hinten auf der Rückseite weiß sind, aber so die Seiten an sich sollten vielleicht schon ein bisschen ja angepasst werden, sage ich mal. Und nehme mir dazu jetzt hier einfach mal die erste Seite, klatsch ordentlich Blitzstift, also hier Klebestift drauf und klebe mir die jetzt einfach auf eine ganz normalen schwarzen, eine schwarze, ich weiß gar nicht, wie, was das für eine Grammatur ist, glaube ich auch ein 80 oder 90 Gramm Papier vollflächig drauf und dadurch, dass wir ja die Seiten zurechtgeschnitten haben, also da die alle einen weißen Rand hatten, haben wir da jetzt quasi so einen schwarzen Rahmen geschaffen um dieses Papier. Lassen wir aber genauso und ja. Die nächste Seite, da habe ich mir jetzt aus irgendeinem ja, Naturführer oder sonst irgendwas, habe ich mir hier so eine Pilzseite ausgesucht. Die möchte ich damit reinbringen und auf die andere Seite kommt einfach ein Kaffee- oder teegefärbter Buchkalenderseite mit drauf und auch das, ne, kleben wir uns dann einfach hier so großflächig auf die Rückseite. Alles ein bisschen wackelig hier, ne? Wenn man hier so rumhantiert, wie ich das hier mache. Schön gucken, dass ihr keine so Knubbel von den Klebestift mit unterm Papier habt, ne? Also ihr könnt das zwar noch ein bisschen rausrubbeln, aber aufpassen und dann so draufkleben, dass man eben also das Papier oder also das Motiv ordentlich auf der Seite hat und dann lieber oben und unten die Überstände so ein bisschen abschneiden und kürzen. Aber das müsst ihr alles, also das ist ja, kommt ja auch immer aufs
Papier an, ne, welches man verwendet. Aber ich denke, das bekommt ihr so hin. Ne? Also ich mache, das ist ja auch keine Anleitung, also es ist kein Tutorial, es ist ja eher so, Steffi macht das eben so. Ne? Also ja, genau. War jetzt hier ungleichmäßig, sehen wir aber später noch was beim Knicken dazu. So, jetzt habe ich hier mal ein Papier für die Rückseite, das kleiner ist als das als A4 und auch noch zurechtgeschnitten. Und dann klebe ich mir das Papier einfach so drauf, dass ich dann von dem Digipaper ein Stück abschneiden kann, wo es eben nicht stört. Ne? Also, dass es fehlt. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Motiv reinschneiden würde, sondern eben so die Kanten abschneiden kann oder diese Überstände abschneiden kann, diese weißen, dass es eben, dass das Motiv auf der Vorderseite quasi nicht zerstört oder nicht in Mitleidenschaft zieht. Hier haben wir jetzt wieder eins mit Pilzen und wenn schon Pilze, dann nehmen wir natürlich auch für die Rückseite Pilze und da habe ich jetzt aber das Problem, dass auf der Vorder- und auf der Rückseite Pilze von dieser Buchseite drauf sind und die möchte ich natürlich irgendwie erhalten. Also ne, ich möchte beide Seiten haben und mache mir das dann, also möchte das dann so haben, dass ich das aufklappen kann, also dass ich diese Klappseite quasi weiter verwende. Dazu klebe ich mir erstmal wieder so eine Buchkalenderseite. Wir haben immer schöne Linien gleich, da kann man schön drauf schreiben, denke ich mir ebenso. Klebe ich mir da so drauf, wie es der Buchkalender eben hergibt. Und dann klebe ich mir oder lege mir jetzt erstmal das so an, dass an der Mittelfalz von der Buchseite, dass die dann rechts eben am Rand von diesem Printable dran ist. Und habe dann hier oben diesen, also lasse das so ein bisschen rausgucken und sehe, wie viel ich da jetzt abschneiden muss. Mache mir eine kleine Markierung und schneide mir das ab. Und das wird dann einfach meine Klebelasche. Also, ne, was ich da jetzt zurechtgeschnitten habe, das klebe ich mir dann eben da noch mit drauf, sodass dann eben die Falz genau abschließt mit der Digi-Paper-Seite Printable-Ding. Dings, ne? Und kann das dann jetzt hier noch zurechtschneiden. Also die Überstände schneide ich mir noch ab, die da, also muss ich jetzt da auch mal ein bisschen in das Motiv reinschneiden, aber das ist halt manchmal nicht, geht's halt nicht anders manchmal. Und damit machen wir dann später noch weiter. Hier haben wir jetzt mal eine Seite, die hatten wir uns auch aus dem ersten Video zurechtgestanzt. Also das war so eine, die wir mit ausgestanzt haben. Und da möchte ich das jetzt eben so erhalten, dass ich mir dann in die Löcher, die wir ausgestanzt haben, noch ein bisschen was einschieben kann. Und klebe das deswegen mit Flüssigkleber fest, weil ich da also punktgenauer arbeiten kann. Und kann so jetzt hinter die Löcher einfach nicht mit festkleben und kann da dann jetzt einfach noch was dahinter schieben. Hier haben wir jetzt wieder diese türkise Seite. Da habe ich jetzt so ein gefärbtes Papier, das so einen Tappen hat. Das klebe ich mir dann eben so auf, dass ich mir den Tappen mit aus dem Digipaper auch ausschneiden kann und habe schon wieder eine Seite. Hier, ne, Überstände wieder schön abschneiden und den Tappen aber erhalten und dann kommt das so mit rein. So, und das sind jetzt so die Seiten, die eben entstanden sind. Das ist auch noch ein Printable, also habe ich über die Jelly Plate halt mal drüber gezogen, einfach nur blaue Bahnen, nichts Spannendes. Und schneide mir jetzt als erstes mal so die Überstände von den Seiten ab oder von dieser Seite ab und falte mir das dann ganz normal auf A5 oder eben auf die Größe, die sich jetzt dann ergeben hat mit den gecutteten Rändern. Und dann fahre ich mit dem Falzbein außen über die Falzkante nochmal und ganz wichtig aber auch innen, also dass ihr da nicht so eine Wulst entstehen lasst, ne, wenn da diese zwei Papiere sich aneinander legen. Da müsst ihr jetzt auch schon ein bisschen drauf aufpassen, welche Seite ihr nach innen und nach außen haben wollt. Weil wenn ihr mal mit dem Falzbein drüber gegangen seid, dann ist es wirklich schwierig, die Seite nochmal zu wechseln, sag ich jetzt mal so vor mich hin, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Also, ne, wenn das einmal richtig mit dem Falzbein drüber geruppelt ist, dann ist es echt schwer, das nochmal nach außen oder eben innen dann zu knicken, weil ihr das ja jetzt quasi vorgebt. Das ist jetzt die Seite, die eben ein bisschen überstehend ist, ne? Also da falzen wir das einfach so, dass wir es an der Klebekante falzen. Das gibt sich halt so ein bisschen vor, auch hier mit dem Falzbein nochmal ordentlich drüber. Dann ist halt die eine Seite ein bisschen kürzer und die andere ein bisschen länger. Und bei der, wo wir diesen Klappi da eingefügt haben, da falzen wir auch einfach auf die Hälfte. Das haben wir uns ja so ausgemittelt, dass es die Hälfte ist. Und dieses Papier
das zum Klappmechanismus wird, falls mal einfach nochmal zurück, dass wir da so eine Ziehharmonika falls dann quasi haben. Ne? Also, dass wir das dann entweder nach innen oder nach außen, wo auch immer, uns das dann unterkommt, hinfalzen können. Und das sind jetzt erstmal die Saiten, die wir irgendwie versuchen mit in dieses Journal einzubinden. Da brauchen wir natürlich dann noch ganz viele andere Papiere dazu und Leute Signaturen zusammenstellen. Da müssen wir mal irgendwie so ein, keine Ahnung, 20 Minuten Video draus machen oder so. Also da muss ich dann ordentlich schneiden, weil das ist für mich echt so ein bisschen wie, ja, also da brauche ich ein bisschen meine Ruhe dazu und da ordne ich anders an, aber das erzähle ich euch gleich noch mal ein bisschen mit. Ich zeige euch mal die Signaturen, wie sie jetzt entstanden sind. Da blätter euch jetzt dann gerne die Signaturen mit euch noch mal durch. Schaut es euch einfach mal an. So ist es geworden. So, und das sind jetzt die Signaturen, so wie ich sie mir zusammengestellt habe. Ich konnte euch tatsächlich mal wieder nicht mitnehmen, weil das für mich ein Prozess ist, der dauert unglaublich lange. Also das ist was, da werden 7 Papiere immer wieder anders angeordnet und hast du nicht gesehen, das ist was, da, wenn wir das mal machen wollen, dann muss ich da, keine Ahnung, ein ganz eigenes Video dafür machen. Aber da, das ist wirklich was, da brauche ich Zeit und da brauche ich Muße dazu, die zusammenzustellen. Und ja, das sind die jetzt so geworden, also das sind jetzt die 5 geworden, die in dieses Alice im Wunderland Journal reinkommen sollen, so wie ich sie jetzt vorläufig zusammengestellt habe. Warum vorläufig? Wir werden natürlich mit einzelnen Papieren da drin noch arbeiten und von dem her werden sich vielleicht manche Signaturen auch noch ein bisschen verändern oder manche Plätze von Papieren noch ein bisschen ändern. Aber prinzipiell ist das jetzt mal mein Ausgangspunkt oder meine sind meine Ausgangssignaturen, mit denen ich eben arbeiten möchte oder die jetzt ins Journal einfließen werden. Ich habe tatsächlich Papiere aussortiert. Also ich habe tatsächlich von den Digipapern, also von den Designpapieren von der lieben Luise, tatsächlich welche aus den Signaturen rausgenommen und habe damit eine eigene Signatur gemacht, weil die für mich schlussletztendlich nicht mehr zum Journal selbst gepasst haben. Also das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich hatte da so einen Farbknick im Hirn. Also, wie ihr es hier ja schon seht, ne, sind sehr viele Blautöne und also, ne, was hier so nach oben hin rausschaut, sind sehr viele Blautöne und Brauntöne dabei. Das passt für mich auch alles super zusammen, ne? Also, das ist für mich alles stimmig, so wie es jetzt hier liegt. Aber ich habe tatsächlich ein paar aussortiert und zwar sind es die, die diese Rottöne hatten. Jetzt ist es auch noch falsch rum, so rum gehört's. Die Rottöne hatten und tatsächlich auch die Grüntöne, also das ist eine eigene Signatur, etwas dickere Signatur geworden. Das ist rausgeflogen, das hier ist eben rausgeflogen und noch ein drittes, das ist die Rückseite von dem einen, also ne, das hier mit den vielen Grüntönen ist rausgeflogen und das hier, glaube ich, oder ist es das? Das da wird es sein, wartet mal. Schauen wir mal, ob wir die andere Seite gleich finden. Genau das hier. Die sind aus dem großen Journal rausgeflogen, aber haben eine eigene Signatur bekommen und auch die werde ich dann natürlich weiter bearbeiten. Mal gucken, ob ich euch da noch mitnehme, ob das vielleicht so im Anschluss an dieses Projekt noch kommt. Aber natürlich wird auch das weiterverarbeitet. Das ist, ne, bloß weil es ja jetzt für mich hier nicht stimmig ist oder es ist ja auch mein ganz besonders eigener Knall, den ich da habe. Kommt das nicht weg? Wie schon gesagt, ne, ihr seht auch, ich habe hier schon ein paar Papiere mit dazu genommen. Werden wir uns später oder zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drum kümmern. So, hier sind es eben jetzt 5 Signaturen geworden fürs Journal und jede Signatur hat 15 Blätter. Das heißt, ihr blättert bis zur Mitte 15 Mal, ne? Also eins. Zwei, das so geht's dann los, ne? Und dann ab der Mitte sind es wieder 15. Es sind 15 Blatt. Das heißt, jede Signatur hat 30 Seiten. Wenn man es jetzt auch noch mal zwei nimmt, ne, Vorder- und Rückseite, dann haben wir auch noch 60 Seiten. Aber das ist ja jetzt mal, ne, wisst ihr ja alle, wie das gemeint ist. Das heißt, wir haben 15, 30, 45, 60, 75 Blätter zum Bearbeiten, die wir jetzt noch miteinander verzieren, verschönern und was auch immer damit machen können. Ich blätter euch mal so ein bisschen durch. Also ich zeige euch mal, wie es sich
so für mich jetzt geworden ist. Also anfangs, ne, haben wir ja schon gesagt, dass das sich durchaus noch ändern kann, aber ich zeige euch trotzdem mal, wie es so ein bisschen geworden ist. Das hier wird die erste Signatur. Also es ist auch so, wie ich es jetzt aufgelegt habe, soll es dann irgendwie auch ins Journal rein. Bis jetzt kann sich alles noch ändern, aber prinzipiell soll es so rein. Auf den Seiten ist farblich noch nichts anderes pa passiert als, also ganz normal die Standardpapiere oder die Originalpapiere. Da sind noch keine Ecken gerundet, da ist noch nichts passiert, nur angeordnet tatsächlich. Und wie schon gesagt, für mich ist hier halt relativ viel mit Blau und Türkis los, auf vielen von den Papieren. Und von dem her wird dieses Journal auch in Türkis-Blautönen wahrscheinlich gehalten. Gehe ich jetzt mal davon aus. So ist der Plan. Aber ihr wisst schon, wenn ihr den lieben Gott zum Lachen bringen wollt, macht euch am besten einen Plan. Ja, also ich blätter nur mal so weit, wie es eben geht. Wir haben hier eben also wir fangen mit einem Digipaper an auf der ersten Signatur. Und in der Innenseite von dem Papier ist ein Jelly Print drin. Der ist jetzt hier noch relativ weiß, das haben wir auch schon beim Bekleben von den Rückseiten gesehen. Aber es wird wahrscheinlich noch Spitze dran kommen oder es wird hier eben der Rand dann noch anders verziert. Wie schon gesagt, alles noch blanke Papiere. Dann geht es hier weiter. Also ich blätter es jetzt nur mal, ne? Ich werde jetzt nicht zu jedem Papier was sagen, seht's ja auch, aber ich blätter es jetzt mal so ein bisschen mit euch durch. Vielleicht auch nicht jede Signatur, nur dass ihr mal so seht, ne? Wie das bei mir aussieht. Ich bin ja ein Also anders, muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja. Das hier wird ein sehr straightes Journal werden. Was meine ich damit? Das heißt, die Kanten sind, ich glaube, zu 99% alle sehr gerade. Ne? Also hier seht ihr es, ne? Das sind die ganz normalen Buchkanten. Hier oben, was rausgerissen wurde, das habe ich natürlich so gelassen und nicht mehr begradigt. Aber prinzipiell ist es ein sehr straightes Album oder ein Journal. Bis jetzt. Wird aber wohl auch so bleiben. Ich mag es aber eigentlich ganz gerne, wenn man so ein bisschen ungerade Kanten hat. Ne? Also von dem her versuche ich hier jetzt auch schon ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen. Aber was auf jeden Fall sein muss, ich muss an manchen Stellen so die verschiedenen Papiere mitsehen. Also ich kann nicht hier irgendwie nur A5-Papiere oder A4-Papiere dann haben. Ich muss so ein bisschen unterschiedliche Papiere anders anordnen. Also das muss so ein bisschen, ja, wie nenne ich es denn? Oder wie nennt man denn das? Also wir blättern mal. Wartet mal, ich muss mich mal ordentlich hinsetzen hier und dann blättern wir mal. Also Rückseite von dem Digipaper. Dann haben wir hier so ein Zahlenpapier von der Mareike. Hier ist mal so ein Briefumschlag mit eingeflossen, der passt ganz schön mit den Blautönen dazu. Dann passen hier ja die Reiter von diesem kaffeegefärbten Papier mit dazu. Hier haben wir dann mal einfach nur ein altes Kalenderblatt mit drin. Hier haben wir mal eine Risskante von dem alten Umschlag, der war so blau eingefärbt, den habe ich in den unglaublich umfangreichen Happy Mails bekommen letztes Jahr. Also war das, da ist eh vieles davon mit reingeflossen, weil es halt einfach mein Stock ist momentan noch. Der ist eben so gerissen und von dem her bleibt er auch so mit diesen blauen Verzierungen. Hier haben wir ein weißes Papier, ne? Also ich weiß ja, dass viele so weiße Papiere nicht so toll finden, aber es ist ein Junk Journal. Also ne, für mich darf das da drin bleiben. Und wir haben ja auch im ersten Video die Ephemeras gemacht. Auch die sind ja relativ viel weiß. Das hier ist eine alte Buchseite. Da habe ich die Überstände jetzt tatsächlich dran gelassen. Das sieht man hier so, ne? Also was hier so übersteht. Und auch diesen Knick habe ich einfach so drin gelassen. Die waren übrig. Die sind, also das ist eigentlich ein sehr, sehr filigranes Papier. Also diese Buchseiten sind sehr porös, ne? Also weil halt schon ziemlich alt. Und die sind tatsächlich mit einer Schicht Serviette überzogen. Die hatte ich noch von dem Video mit den Federn, wo wir die Federkulis miteinander gemacht haben. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das irgendwo, entweder unterm i oder in der Infobox. Da seht ihr, wie ich das dann mit Servietten, einer Lage Serviette überzogen habe. Und es fässt sich einfach richtig schön an. Also das muss man schon mal dazu sagen. Ist auf der anderen Seite, auf der Rückseite ist es nicht überzogen.
Also, was hier halt der Vorteil auch gleich ist, durch dass das so filigran ist oder dass das so brüchig, porös ist, durch die Serviette haben wir dann auch kein Problem bei der Bindung, weil das dann den Rücken einfach verstärkt und dann nicht rausflutscht oder ne, nicht aufbricht oder wie auch immer. Hier habe ich so ein Stück von dem schwarzen filigranen, also verzierten Papier noch übrig gehabt. Und das ist jetzt auch so, ne, dass man sagt, okay, ich muss da durchgucken können. Also ich muss andere Papiere unter anderen hervorschauen können. Ich glaube, so ist es ganz gut. Die hier kommen, dann kommt natürlich mal wieder ein ganz normales, also ein kaffeegefärbtes. Das hat dann wieder auf der Rückseite einen Print. Und auch hier, ne, sieht man dann einfach drei Papiere durch. Und da sieht man jetzt auch nochmal, dass es trotzdem relativ straight ist, ne? Also jede Seite, jedes einzelne Papier hat eine gerade Kante, ne? Und das ist eigentlich was, da, wenn ich mit anderen Schnipseln arbeite, sage ich mal, sind da auch mal andere Risskanten drin. Also sind die auch mal ungleichmäßig. Hier ist ein Umschlag mit eingewandert, da ist noch nichts dran passiert, den können wir dann auch noch ein bisschen weiter verzieren. Und jetzt sind wir hier schon in der Mitte. Das ist, ich weiß gar nicht, das ist so ein ganz dünnes Papier, das war in irgend so einem Action-Kit mal mit drin. Ich fand das Blau ganz gut passend dazu, ne? Also dass wir wieder ein bisschen was Blaues haben und in der Mitte hat es eben so ein bisschen filigrane Blümchen, ne? Also alles hier. Und dann sind wir damit eigentlich schon durch. Das heißt, wir kommen da jetzt, also sind schon bei der Hälfte. Und blättern dann nur noch zurück. Hier ist aus einem alten Buchkalender, A4-Buchkalender, mal eine Seite drin, sind schöne Zeilen und hier Zeitangaben drauf. Die kann man sich ja dann auch so gestalten, wie man das möchte. Die ist nicht beklebt. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Das ist eine andere, aus einem anderen Buch. Ach so, ja, das war das mit dem Bild vorne drauf, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ja, richtig. Genau, das habe ich gedacht. Das passt hier sogar ganz schön dazu. Das ist doch wunderschön, oder? Deswegen dürfte es auch in die erste Signatur, weil das so für mich richtig schön ist. Hier ist dann so ein ganz kleiner Schnipsel von dem schwarzen Papier. Hier kommt wieder die überzogene Buchseite. Da müssen wir mal gucken, ob wir das dann dran lassen oder eben nicht. Schauen wir mal. Dann ist hier wieder die Rückseite von dem Umschlag. Das Papier. Dann kommt hier der Umschlag, also von dem Luftpostumschlag. Dann einfach nur die Klapplasche oder die Klebelasche und dann ist die erste Signatur schon durch. Das sind, wie schon gesagt, 15 Blatt. Wird aber ja noch dicker werden. Ne? Also es sieht jetzt momentan relativ dünn hier alles aus, aber wenn wir da drin gestalten, wird es ja noch dicker werden. Nächste Katastrophe. Da fangen wir jetzt außen mal nicht mit einem Printable. Alter, bis man auf solche Worte, ne, die einfachsten Worte, bis man da dann oft drauf kommt, hast du nicht gesehen. Da fangen wir eben jetzt mal nicht damit an. Wir fangen hier mal mit einem Notenpapier an und hier geht es dann schon ein bisschen besser los, ne? Also hier sehen wir die unterschiedlichen Papierlagen und Schichten. Also wir haben 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4 mindestens. Und hier unten schaut noch ein kleines von dem Printable raus und ein bisschen Transparentpapier. Sowas gefällt mir dann einfach immer an den Signaturen oder an so Journals, ne? Wenn ich so gelayerte Ansichten habe. Und von dem her, wie schon gesagt, also da, ne, kommt jetzt das weiter nach oben, bleibt das hier unten oder geht eher hier diese Stempelkarte nach unten? Weiß ich nicht. Wir legen es uns mal hin. Also lege ich mir das dreimal um, hast du nicht gesehen? Da brauche ich Zeit und da muss ich, das muss ich wirklich tatsächlich selber machen. Also, weiß ich nicht. Ich kann euch gerne hier das Ergebnis zeigen, aber da muss ich echt in mich gehen und muss schauen, dass das alles richtig passt. So ist es jetzt hier eben geworden. Also, ne, wir blättern da jetzt dann das hier quasi durch. Hier kommt nochmal ein anderes Papier zum Vorschein, wenn ich die anderen hier weggeklappt habe oder weggeblättert habe. Das ist einfach von dem Buchkalender eben auch so eine Seite, ne, also auf Hälfte gefalten. Dann habe ich hier auf das Printable ein Transparentpapier drauf. Es klingt einfach schön. Ich liebe einfach auch den Klang von so verschiedenen Papieren. Hier kommt, ne, we are all mad here. Das mag ja wohl so sein. Hier ist dann auch mal nochmal so, ne, da ist so eine Seite mit eingeflossen, die wir uns im ersten Video das Loch in die Mitte gepanscht haben. Da wird dann auf jeden Fall noch irgendwas drunter passieren. Hier ist so ein kleiner Schnipsel mal wieder.
Der ist auch super schön. Ich weiß nicht, erkennt man das so ein bisschen? Ja, doch, das Muster. Auch das kam aus den Happy Mails. Also, ne, habe ich auch aus den Happy Mails bekommen. Hier ist dann wieder mal eine Seite nach innen, also ein Printable nach innen gefalten. Da habe ich dieses Orange, also ich weiß nicht, ob das in der Kamera, doch kommt schön orange raus. Da habe ich einfach mal hier so einen Briefumschlag mit dazu geklappt. Da war eine Gutscheinkarte von Obi drin, ne? Und von dem her, also die Farbe passt ja wie auf einmal hier in dieses Journal. Das ist aus einem alten Lehrbuch für Maschinenschlosser, glaube ich, oder sowas. Da habe ich da so eine Seite mit reingepackt. Und dann sind wir hier auch schon in der Mitte. Das ist einfach nur so ein, das war von der lieben Niki, glaube ich, so ein teegefärbtes Papier. Das habe ich dann einfach mal anders gefalten, ne? Da haben wir hier noch so einen Klappmechanismus. Den können wir uns dann noch zur Tasche falten, wenn wir das wollen. Oder kleben. Wir brauchen ja dann für die Ephemera relativ viel Platz noch. Dann ist hier nur die Klebelasche von dem anderen Umschlag, also von dem orangen Umschlag jetzt hier. Das ist ganz gut. Die sind haftklebend. Da können wir dann noch was ansetzen, wenn wir das möchten. Ja, und dann geht das hier so weiter. Trinket. Hier haben wir dann mal das ein bisschen schief gefalten. Das habe ich aber erst später gesehen, ne? Also hier sieht man so, dass die Kante so ein bisschen überstehend ist. Ist aber für mich jetzt nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Und dann geht es hier mit der Grinsekatze weiter. So. Ne? Und das ist dann wieder die Rückansicht. Wir müssen jetzt bloß ein bisschen aufpassen beim Blättern, nachdem das noch nicht gebunden ist, dass wir da nicht die Knicke irgendwie versauen. No, und dann sehen wir hier jetzt auch wieder so eine schöne Ansicht mit mehreren Lagen. Das war die zweite Signatur. Die Signatur 3, da werden wir auf jeden Fall mit Sternchen arbeiten. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, mit Sternchen zu arbeiten, dann werden wir das natürlich auch tun. Hier sind für Sterne relativ viele Kreise eingeflossen. No? Also hier, ob das hier unten bleibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es wird nach oben rutschen. Da hatte ich es aber auch schon. Ja, das sind dann genauso die Momente. Ich weiß auch noch nicht, vielleicht lege ich es auch noch dahinter. Das sind dann so die Momente, da gehe ich dann noch 200 Mal durch die Signaturen durch und dann schauen wir mal, wie das dann so bleibt. Hier einfach mal ein schwarzes Papier. Ne? Also es sind ja auch sehr viel Schwarz in den Printables mit drin. Hier musste Fridolin mit rein. Ich finde, das passt schön zum Alice im Wunderland oder Wunderland-Thema. Ne? Also das ist hier, der sitzt normalerweise im Frühjahr in oder bleibt auch im Winter da sitzen tatsächlich, sitzt der unten in meinem Kräuterbeet und passt auf die Kräuter auf. Das ist so eine, halt eine Metallfigur, ne? Aber der hat mit dem Blau, finde ich, passt das richtig schön hier zusammen. Der darf da drinnen sitzen. Ich habe jetzt hier die Kante noch nicht also abgeschnitten. Hier ist so ein bisschen weißer Überstand noch. Ich habe es nur nach innen geklappt. Da haben wir eben noch so ein bisschen was über, was Fridolin eben nicht ausgenutzt hat, ne? Und da schauen wir mal, was wir da raus machen. Auch eine Tasche wahrscheinlich oder einen Flap. Schauen wir mal. Dann geht es hier weiter. Das klingt einfach so schön, oder? Transparentpapier klingt einfach super. Und wenn ihr es noch geknüttelt habt vorher, klingt es noch viel besser. Aber wie schon gesagt, das ist ein sehr straightes Journal. Also es sind sehr, also no, ist jetzt nicht so, dass man sagt, da ist wirklich nur richtig Junk drin. Wird auch mal wieder anders. Hier ist Schnecki. Schnecki haben wir letztes Jahr miteinander verziert und umgestaltet. Die habe ich von einer Nachbarin bekommen. Die hat sie irgendwo gefunden. Die hat sie mit dem Haus gekauft. Und dann hat sie gesagt, die schmeißt sie jetzt weg. Und da sage ich, nein, das wird eines meiner Projekte. Da habe ich dann tatsächlich, die habe ich aufgepimpt. Auch da habe ich ein Video dazu auf meinem Kanal. Wen es interessiert, auch das lege ich mal irgendwo in eine Infokarte oder in oder in die Infobox. Aber passt doch auch hervorragend hier rein, ne? Diese große Schnecke mit dieser kleinen Blüte hier unten oder mit diesen kleinen Blüten passt doch super ins Wunderland. Habe ich mir so gedacht. Hier ist wieder mal so eine, Gott sei Dank, mal wieder so eine Layer-Seite, ne? Also das passt auch wieder. Das ist von der lieben Mareike Papier gewesen, aus einem Kindermärchenbuch, glaube ich. Und das habe ich hier mit einfließen lassen, weil es für mich auch so ein bisschen wie Wunderland ist und habe dann was gebraucht, was ich
Also, ne, diese Brauntöne natürlich passen immer zu den normalen Papieren, Anführungszeichen normalen Papieren, die wir ja in den Journals so haben. Aber ich habe irgendwas gebraucht, dass sich das wieder widerspiegelt in irgendeiner Form und habe dann dieses Papier genommen, weil die Blautöne für mich ganz gut zusammenpassen und auch dann dieser Poststempel, das Blaue von dem Poststempel, ne, sich da wieder wiederholt. Also, dass wir da so ein bisschen das wieder aufgreifen können und auch hier die blaue Schrift mit dieser blauen Schrift passt schön zusammen. Und das Papier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so das, wo ich puh, so ein bisschen auch meine Probleme mit hatte, ne? Also weil dieses Türkis einfach für mich sehr stechend war, aber jetzt in Verbindung damit funktioniert das, sage ich jetzt mal, ne? Also hat seine Berechtigung hier in diesem Papier. Oder in diesem Journal, in dieser Signatur. Auch hier, Gott sei Dank, haben wir noch ein bisschen Schrift, dass sich das hier wieder mit dem Blau von dem Papier aufnimmt oder wiederholt eben. Und hier ist dann, das war ein Umschlag eben, da habt ihr ja vorhin von der Frankiermarke schon gesehen. Hier ist mir aber allerdings dieses Fenster ein bisschen aufgerissen. Das müssen wir da noch ein bisschen bearbeiten. Und durch dieses Fenster, es passt ganz schön. Deswegen ist eben das auch hier angeordnet, schaut dieser Narr eben durch. Ich denke, man kann den so ein bisschen erkennen, ne? Also das sieht dieser, schaut da, nee, es ist natürlich Spiegel jetzt hier, so kann man es erkennen. Da guckt eben dieser Narr oder Harlekin oder was es auch immer ist, passt schön dazu. Und hier haben wir nochmal dann also die blau wiederholenden Blautöne, dass das wieder zusammenpasst. Auch hier sind nochmal die Menschen so blau angezogen. Also dann ist das für mich trotzdem wieder stimmig. Im Nachhinein bin ich wirklich ganz froh, dass dieses Papier eben, dass das dabei war und ich das jetzt dann doch gut verarbeiten konnte. Genau. Ja. Ne? Hier ist nochmal von Schnecki so ein bisschen Reste. Und dann sind wir mit der Signatur auch schon wieder durch. Hier ist mal wieder so eins mit Löchli. Da sehen wir unten schon mal das Notenpapier wieder durch. Und hier haben wir einen großen weißen Fleck, den wir dann noch bearbeiten können. Ich glaube, das ist von Fridolin. Da ist so ein, das ist ein, seht ihr jetzt gar nicht so richtig, ne? Es spiegelt so ein großer Rosenquarzstein, der da mit liegt. Und da schauen wir mal, was wir da noch mit draus machen können, ob wir da noch was draufsetzen können. OE oder ähnliches. Und dann sind wir hier mit der Signatur tatsächlich auch schon durch. Ne? Also das war es schon. So, jetzt mal bloß aufpassen, dass das nicht alles zu sehr sich verzieht. Ne? Von den Anordnungen schon. Signatur 5. Ich hoffe, irgendjemand interessiert es überhaupt, was ich hier mache. Das hier, ich muss mal schnell von meinem Kaffee trinken. So viel ist es nicht mehr, aber ich muss noch mal kurz trinken. Ist auch noch recht früh. Nee, ist schon 9. Krass. Passt irgendwie jetzt zeitlich gar nicht in meine Abfolge. Das hier war eine alte Anzeige, die habe ich mal irgendwo, keine Ahnung, halt so eine Werbeanzeige, die war vierfach, die habe ich dann einfach nur in der Mitte auseinandergefalten oder auseinandergerissen und in zwei Signaturen eingefügt. Da kommt dann später noch eine. Das soll zwar wahrscheinlich schwarz sein, aber für mich hat es so einen kleinen Grün oder so einen leichten Grünschimmer. Also da hätte ich mich noch dazu hinreißen, so sieht man es ein bisschen, ne? Also es schimmert so ein bisschen grünlich, grün-schwarz. Fast wie auf den Dollarnoten. Da ist auch die Farbe nicht so richtig schwarz. Das ist auch eher so ein Grün. Da hätte ich mich dann vielleicht noch dazu hinreißen lassen können, das grüne Papier mit dazu zu nehmen. Aber das hat dann für mich trotzdem besser in die, ich will jetzt nicht Restesignatur sagen, aber in die einzelne Signatur eben reingepasst. Ja, also, ne, blättern wir hier mal durch. Das ist auch ein Bild aus dem Kräuterbeet. Da steht normalerweise so eine kleine Laterne, ne, vor dem Kirschlorbeer. Das ist damit reingekommen. Hier haben wir dann mal wieder so ein, also das habe ich dann mal auf innen gedreht. Da fehlt mir jetzt tatsächlich, also da muss noch irgendwo was Blaues auf diese Seite kommen. Das machen wir aber dann mit Ephemera, habe ich mir dann schon so überlegt. Hier ist mal wieder so ein Transparentpapier, das wir ausgestanzt haben. No, im ersten Video, wo wir uns da die Kreis-Ephemeras gemacht haben. Ja, und hier geht es dann tatsächlich relativ straight eben weiter. Hier haben wir mal eine Risskante, das war so ein übriges Papierfetzelchen. Es fasst sich einfach super schön an und es klingt auch ganz toll. Ihr seht gar nicht so richtig. Es klingt ganz super. Es ist ein ganz kleines Schnipselchen, aber es klingt einfach perfekto.
Das dürfte dann jetzt hier mit rein. Hier mal wieder so eine Seite aus so diesem Lehrbuch. Dann haben wir hier nochmal Blümchen aus dem Kräuterbeet. Da habe ich dann einfach das hier nur abgeknickt, ne, weil es also erstens drüber rausgeguckt hätte und zum anderen da dann nicht so schön farblich dazu gepasst hat. Hier mal eine sehr schwarz-weiße Seite tatsächlich, also ne, alles nur schwarz-weiß. Mal gucken, was da drauf passiert. Das ist tatsächlich auch die Mitte geworden. Mal gucken, was wir da machen, damit das so ein bisschen aufgelockert wird. Hier haben wir auf Schnecki dann mal die andere, also diese Mini-Osterglocke tatsächlich, gell, wohnt hier mit drin. Hier gucken dann schon mal ein paar Pilze raus. Das fand ich ganz cool in Verbindung hier mit diesen Zahnrädern. Mal gucken, ich habe mir auch ein paar Zahnräder schon ausgestanzt. Möchte ich auf jeden Fall ein bisschen damit rumfummeln, als Ephemera dann auch noch. Hier haben wir diesen Klappmechanismus. Ich glaube, der klappt sogar dreifach. Ja, ne? Also da haben wir hier, der klappt und knickt alles irgendwie in der Gegend rum. Düdüm, düdüm. So, geht's dann weiter. Noch ist es ja nicht so spannend, aber ne, nur mal, dass ihr versteht, warum ich euch da nicht mitnehmen kann. Weil da wirklich, das dauert bei mir ewig, bis die Signaturen so liegen, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier ist dann der Standfuß von der großen Laterne. Und das hier ist die Rückseite oder eine der Seiten. Ne? Also da war hier dann noch mal eine Doppelseite mit angebracht. Die wäre hier dann weitergegangen. Aber die finden wir dann woanders. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Für die Nieren. Schlank werden für Rheuma. Das ist eben hier, ne, was Pflanzen alles so machen können mit einem. Und dann sind wir tatsächlich schon in der letzten Signatur. Dann habt ihr es schon bald geschafft. Hier ist jetzt auch relativ viel Grün noch mit dran, aber das kann ich aufnehmen, weil hier relativ viel Blau mit ist. Hier unten schaut schon ein bisschen Blau noch mit raus. Das kriegen wir schon dann hin mit dem Grün. Da guckt gleich mal, ne, also da haben wir jetzt auch mal wieder so eine Seite oder so eine Ansicht, wo eben relativ viel rausguckt oder wo relativ viele Papiere auf einmal zu sehen sind. Und hier guckt dann auch noch so ein Zauberer aus den Märchenbuchseiten mit raus. Ne, also das Blau passt richtig gut zu den restlichen Papieren und vom Thema her passt es für mich eben auch dazu. Da habe ich hier unten dann gleich nochmal so dieses Wiederaufgreifen von der blauen Farbe. Dann geht es hier weiter. Wieder ein sehr straightes Papier. Das hat für mich auch gut zusammengepasst. Das hatte ich auch eben in dieser Happy Mail, in dieser unendlichen Happy Mail und habe dazu dann einen aus einem... Was ist denn das für ein Buch? Auch so ein Pflanzenheilkunde-Buch oder so. Haben eben diese drei Löffel ganz gut dazu gepasst für mich, ne? Auch farblich. Einfach mal eine Buchseite. Hier ist wieder ein Printable. Das darf da mit drin sein. Das hier war auch so eine alte Anzeige, die ist schon ziemlich zerfetzt und ziemlich zerknüttelt. Aber hier sind Spielkarten mit drauf und eben dann auch so kleine Fläschchen und Leim. Das hat für mich einfach schön zum Thema mit dazu gepasst. Dann kommt hier mal wieder so ein kleiner Umschlag mit einem kleinen Karo gefärbten Papier. Also Airmail-Umschlag kommt dann mal wieder mit rein. Dann ist hier die Mitte wieder ein großes Papier. Das sieht von der Färbung her sehr, sehr schön aus, weil wir ganz, ganz viele verschiedene Braun- und Beige-Töne haben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch das hier von der Ansicht her gefällt mir gut. Schaut mal, das ist diese Anzeige gewesen. Es war ein einzelnes Blatt, die sieht schon ziemlich ramponiert aus. Vielleicht müssen wir da noch so ein bisschen einen Schutz anbringen. Ja, guck mal, die, glaube ich, müssen wir ein bisschen bearbeiten, sonst geht die uns flöten. Dann haben wir hier wieder ein Printable, ja, hier also wieder was Gezeichnetes. Hier ist die Rückseite eben von diesen Löffeln, das passt farblich ganz gut hier dazu. Hier haben wir dann wieder die Wiederholung zwischen den, also das passt wieder schön, ne, die Blautöne zusammen. Hier muss ich mir noch was einfallen lassen, also wir haben schon mal hier das, aber auf dieser Seite muss dann auf jeden Fall irgendwas passieren, dass das hier sich so einfügt, wie es sich gehört. So. Und das war's. That's it. Das sind jetzt die Signaturen, die fünf Signaturen, wie sie jetzt erstmal so zusammengestellt sind. Ich kann es nur immer wieder sagen, es wird sich noch was drin ändern oder noch vieles drin ändern.
Aber das ist jetzt mal so das Arbeitsprojekt. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber mein Kater versucht hier gerade auf dem Fensterbrett rechts von mir, meine getrocknete Rose zu zerstören. Muffi, kannst du bitte aufhören? Gut, das sind also jetzt die Signaturen, mit denen wir arbeiten. Plus eben die Signatur über die, ich will jetzt nicht ausgemusterten Papiere sagen, ne, aber die wird, also das wird halt dann so ein Einsignatur-Journal, sage ich jetzt mal dazu, ne? Aber das kriegen wir dann, lösen wir irgendwie. Damit werden wir jetzt in den nächsten Videos weiterarbeiten. Ich muss mal gucken, ob wir wieder ein Ephemera-Video machen oder ob wir jetzt mit den Signaturen ein bisschen weitermachen. Werden wir sehen, werdet ihr sehen. Schaut euch mal, wenn es jemanden interessiert, die verlinkten Videos an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Däumchen nach oben, gerne einen Kommi nach unten und dann kann ich auch gerne, also was vielleicht auch mal ganz cool wäre zu wissen, ob ihr auch so Probleme mit dem Zusammenstellen von Signaturen habt oder ob das nur mein geistiges, ja, weiß ich nicht, mein geistiger Müll ist. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch und auf dieses Projekt, also das Projekt weiterzumachen und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Kopf hoch und Füße auf den Boden. Bis bald.